Tyrolinfelder, die muss ja doppelt und dreifach, hoch, runter, links, rechts. Aber nach guck mal, damit ist es trotzdem nicht zu vergleichen. So, was haben wir denn da? Nochmal mehr von diesen Kristallen. Kommt es eigentlich zustande, dass die Dinger hier in Ewigkeiten wachsen und gedeihen, ja? Weil Kristalle wachsen. Oder sammeln sich an, wachsen tun sie ja nicht wirklich. Wachsen wird ja von innen passieren. Und ansammeln wird ja von außen passieren. Das ist ja der einzige Unterschied. Also, hier haben wir das. Da. So, wie viel Truinfeld haben wir denn schon? Nicht sehr viel. Na, oh, immerhin. Machen wir jetzt mal noch fix die Varane hier tot. Nummer 1, Nummer 2. Alles nur für die Erfahrung. Alles nur dafür. Der Rest ist uninteressant. Wo finde ich jetzt noch den letzten Schlüssel? Ah, ich habe schon gedacht, ne? War ich hier schon mal, weil sich die Varane hier kein Meter bewegen? Okay. Ich war hier wirklich schon mal, weil sich die Varane keinen Meter bewegten. Und da habe ich bestimmt schon mal ein bisschen was gefunden, ne? Oder eben auch nichts gefunden. Das kann natürlich auch sein. So, was haben wir denn hier noch? Avaran, also. Ein Urvieh. Sehr gut. Was machen denn die Biester hier? Die gehören doch eigentlich gar nicht hier hin. Die gehören nach Mirtana oder so. Die doch nicht hierher. So, nehmen wir das noch. Oh oh. 21, 22. Oha, es wird knapp. So, Sandcrawler in the Sand. Gekillt, muss es sein. Moment, hinter mir sind sie schon mal nicht. Oder? Dunkler Snapper, machen wir den erstmal kaputt. Könnte sogar sein, dass ja noch ein paar mehr von den Biestern auf mich zukommen. Und noch einer. Aber mehr als drei ist doch eine Party. Nu ist aber gut hier. Wie viele von diesen blöden Steppern kommt denn noch, Mann? Hatte vielleicht. Hat sich irgend so ein blöder Händler von diesen Urviechern mal töten lassen. Das würde mir auch sehr, sehr gut unter die Arme greifen. Auch mal, weil es so schön war. Jappa. Und er will und will und will nicht jetzt. Zeit, die Tempelwache niederzunehmen. Tempelwache, ausgebildet zum Zerstören und tot innerhalb von 2-3 Sekunden. So, na dann, was haben wir denn hier unten? Man kann den Sack noch nicht mal öffnen. Was ist denn das für ein Shit? Macht man sich so die Mühe, kommt denn hier runter? Was ist? Nichts, nicht mal eine alte Steintafel. Was ja wahrscheinlich auch zu einfach, wenn hier überall die Dinge rumliegen würde. Da geht ja jeder gleich nach Süden. Oh, Magier. Beziehungsweise jeder, der irgendwas Spezielles machen will, geht dann gleich nach Süden. Zumal die hier ja auch diesen Dual-Wielding-Dingens haben. Also, Benutzung zweier Waffen auf einmal. Ja, wir gehen natürlich immer weiter und weiter und weiter die Ruinenfelder entlang. Oh Mann, mag ich diese Gegend nicht. Was ist das hier? Das sieht mir sehr suspekt aus. Ist ein großer Knochen, ist ein Drache.
Was macht denn bitte ein Drache hier? Hat den denn mal jemand hier vom Himmel runtergeholt? Drachen sind nicht ganz so selten. Also, sie sind zwar trotzdem noch häufig, aber wenn sie denn auftreffen, wenn sie denn auftreten, dann gibt es genug von denen. Immer noch nichts. Ein Haufen von nichts. Dann wird es wohl Zeit, dieses Ufi einmal zu töten. Wenn man es denn findet wieder. Ist denn das jetzt? Ah, da haben wir es doch. So, ein Ufi Nummer 1, Nummer 2. Okay, also das war richtig läppisch gerade. Haben wir sogar noch ein paar Krieger, na also. Ich dachte, ich finde hier nie welche. Ja, das sind dann also irgendwelche Wachen, die aus Morasul rausgekommen sind. Und ich dachte, hey, wir gehen da nicht wieder hin. Nochmal. Ah, diese Biester, Alter. Was brauchen die denn eigentlich, diese Snapper? Weil die sind ja groß und Echsen. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das überhaupt möglich ist von der Körpertemperatur her oder allen möglichen anderen Energiebilanzen. So ein Ding überhaupt am Leben zu halten. Das ist nämlich gar nicht so einfach. Da geht es nämlich nicht einfach nur darum, dieses Teil möglichst mit Nahrung zu versorgen, weil das ist ja erstmal zweitens. Sondern das in der Atmosphäre leben zu lassen, die das Leben dann auch noch mit gut unterstützt. So, was haben wir denn hier drin? Nichts. Eine Steintafel. Eine ganz normale 0815 Steintafel. Ich bin so happy. Und wir sind bei 145. 345, versteht ihr? 145 über der Norm von 200. Ja, was haben wir denn da? Nee. Da ist wieder so ein Urfi oder ein Snapper oder irgendwas. Kriegen wir schon irgendwie tot. Okay, Snapper ist down. Da hinten kommt natürlich nicht einfach so ran. Sind das nur zwei gewesen? Das kann ja nicht wahr sein. Und noch ein paar Sandcrawler, genau. Wenn wir jetzt noch weiter gen Westen laufen, sehen wir noch mehr Ruinen im Ruinenfeld. Ich habe jetzt auch nicht so die Lust, jetzt die ganze Zeit nur in dem Ruinenfeld rumzueiern. Das macht mir überhaupt keinen Spaß. Aber ich kann Sandcrawler one-hitten, das ist geil. Irgendwas ist hier los heute. Echt nicht mehr normal. Nicht mehr normale. Hinter dem Luigi, hinter dem Mario. Was sind denn jetzt bitte diese blöden Assassinen hier, die ich vorhin gesehen habe? Die waren doch hier irgendwo, Mann. Oh. Da habe ich sie gefunden. So, hat sich das schon mal geklärt. Oh Mann, hier geht hier tausende Treppen hoch. Wieder so ein Biest. Oh, hört sich nicht gut an. Oh, Kacke, Kafus Wache. Also, nur rein für die Information. Man selbst würde hier nicht als Biest durchgehen. So, also, Kafus Wache. Die sind da, haben natürlich auch noch so ein Messerle mitgenommen. Das ist doch kein Messer. Das ist ein Messer. Was ist das für eine Hellebarde? Ja, klar. Und ich habe immer noch nicht diese blöde Hellebarde von dem anderen Typen gefunden. So eine Scheiße. Habe ich das Ufi? Nee, das habe ich glaube ich noch gar nicht ausgenommen. Und ich habe es doch schon ausgenommen. So, was sind wir jetzt eigentlich von der Karte her? Naja. Nicht gerade viel.
was wir hier geschafft haben. So, und nochmal Kaffuswache. Bah. So, Murasul ist bei 70. Das ist gut. Sehr, sehr gut. Was haben die denn hier gemacht? Die haben sich also ein bisschen versucht, ja, über die Runden kommend die Nahrung zu besorgen. Aber mehr als die Wachen killen. Ich wollte schon mal noch irgendwas finden. Die hätten. Die gehen doch nicht. Ah, eine Stein. Eine Schaufel. Wenn ich da hier irgendwas sehe mit SCH und Fell, dann denke ich immer an Steintafel. Nicht an Schaufel. Ist doch gemein. Haben die nicht noch irgendwas dabei gehabt? Kafu will sein Gold zurück. Kann ich für die Tempel, das ist klar. So, na dann gucken wir mal weiter. Da haben wir hier noch eine schöne Oase. Ich glaube, da war ich schon mal. Ja, klar. Da ist mir einmal in der Nähe der Oase. Was ist? Gehst mal ein paar Meter weiter nach links, findest du gleich wieder diese blöden Wachen. Gibt's doch nicht mehr. Aber schon krass, wie die Orks denn diese Amulette schon gefunden haben. Die ganzen Artefakte und alles. Hätte ja sein können, dass sie sich irgendwie strittig geworden sind und dann keine Lust mehr hatten, das zu machen. Hätte ja auch sein können. Alter, der Nebel. Das macht so Laune, jetzt zu One-Hitten, das ist der Wahnsinn. So, was haben wir hier? Nichts. Ach komm schon. Wenigstens ein kleines Goodie. Den Anna. Damit sie dann alle mal rankommen und direkt vor mir stehen, dann kann ich sie richtig schön one. Und da geht drauf. Und da geht drauf. Ja, okay, gibt es den Weg runter. Sehr gut. Nicht, dass ich jetzt hier runtergesprungen wäre. Und ja, der gute Herr kommt natürlich nie wieder rauf. Hier gibt es auch, glaube ich, keine Leitern. Ich habe zumindest bis jetzt noch keine gesehen. Dark Souls-Style-mäßig. Eine Metalltruhe. In dieser Metalltruhe befindet sich nichts. Das könnte das wertvollste Trankdingens überhaupt sein, aber ich finde Tränke, na. Muss nicht sein. Was ist denn das hier? Du, Wanderer, endlich bist du gekommen. Was willst du? Merdarion, der Wassermagier, schickt mich. Ich bringe dich zu ihm, wenn du es wünschst. In der Wüste kann es ziemlich heiß werden. Deshalb ist es gut, wenn ein Mann weiß, wie er sich vor der Hitze... Bring mich zu... Folge mir, Wanderer. Der Weg zu Merdarion. Okay. Einfach so, zack. Hier, Merdarion. Der ist jetzt 100 Pro da hinten. Und wo läuft er überhaupt hin? Da lang, geradeaus rüber. Er läuft aber nirgendwo anders lang. Ich würde fast denken, der würde hier sein. Da kommt einfach mal einer ran. Ja, falls irgendjemand so aussieht, wie als würde der nach was suchen. Bringt den zu mir. Das sind die einzigen Worte, die man da hatte. Ja, da oben ist eine bestimmte Höhle. Ha? Eine Höhle? Eine Höhle. Ich sehe es doch. Da, genau. Wo wären die Höhle gewesen? Da. Ein bisschen nördlich von hier. Aber die hätte ich bestimmt auch irgendwann mal selbst gefunden. So, mehr Darion. Okay, das ist ein Koyo. Willkommen. Mikayo. Merdarion hat uns schon viel über... Wir sind bereit für dich zu kämpfen, Entscheider. Aber noch ist es nicht an der Zeit. Wenn du das Artefakt aus dem Tempel in deinen Händen hältst, werden wir Murasul angreifen. Klingt nach Spaß. Wie kannst du mich noch unterstützen? Wie kannst du... Ich kann mein Wissen mit... Klingt nach Spaß. Ja, Schildparade, ne?
Das ist also einer, der gern Zweihandkampf nutzt. Nomade, 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 Nomade. Weg mit der Magie! Ja, du mich auch. Na bitte, geht doch. Ja, auf eine gewisse Art und Weise hat es auch geklappt. Sieh mal einen an. Wir sind da. Es ist gut, dass du gekommen. Der Weg zu Medaria. Okay, der will natürlich nicht, aber bei dem hätten wir auch Schutz vor Hitze oder sowas stellen können. Gut, dass du gekommen bist. Medarion, was macht der denn hier? Medarion, was machst du hier? Ich studiere die Schriften des alten Volkes. Was kann ich für dich tun? Erzähl mir von deinen Studien. Du solltest dir altes Wissen aneignen. Die alte Magie ist eine mächtige. Hab ich mitgekriegt. Ich kann dir nur das geben, was ich gefunden habe. Aber in den Ruinen lebt der alte Mesir. Er handelt mit alten Artefakten. Ich habe den Nomaden von dir erzählt. Als sie von deinen Heldentaten hörten, konnte ich sie kaum bändigen. Wenn du vorhast, Morasul anzugreifen, kannst du auf die Hilfe der Nomaden zählen. Das ist doch mal sie schön. Sie wollen alle an deiner Seite kämpfen. Echt? Schön. Ich will den Weg der Natur beschreiben, ist klar. Zähmen, Rufen, Tiergestalt und alte Magie. Naja, ich hab so viel. Ich krieg das mittlerweile echt in den Arsch geschoben. Was könnte ich denn jetzt immer machen hier? Das Einzige, was ich noch ein bisschen gucken könnte, ist ein bisschen Leben ranzuholen. Magische Kraft, ist klar. Magische Kraft und 5. Nur weiter so. Okay, und dann hätten wir noch. So, noch ein bisschen, noch ein bisschen, noch ein bisschen. Weiter so. Ach du Scheiße. Könnte ich mir immer noch 2 erholen. Nehmen wir den. Gut. Mana plus 4. Weiter. Und jetzt sind wir bei den Zählern. Sehr gut. Machen wir mit den. 3. Und jetzt die noch. Und den noch. Und den noch. Und den auch noch. Ich denke, ja komm, wir machen es gleich mal bis hier zur Dings durch. Bis zur 1000. Einmal, zweimal, dreimal, viermal. Und wir haben 1002 Mana. Noch 15 Punkte über. Keine Ahnung, was man jetzt damit machen soll. Ja, und nun? Moment mal. Jetzt muss ich mal was ausprobieren hier. Ich weiß ja nicht, wie viel Mana ich brauche. Na komm schon. Das gibt's doch nicht. Ich will diese blöden Steintafel hier lesen können hier. Gibt's doch nicht. Werte lesbar, verdammt. Wo muss ich das erst hier 12 in der Nacht machen? So, werden wir uns jetzt mal bis zur Mitternacht, wenn es geht. So, okay. Unmöglich. Ach du Scheiße. Das geht echt nicht. Das geht echt nicht? Ich fass es nicht. Okay, da muss ich wahrscheinlich nochmal irgendwelchen unmöglichen Taschendiebstählen mitlernen. So, bis zum nächsten Morgen, bitte. Geht da. So, dann kann ich gleich mal gucken. In der Regeneration kam es mir so vor, als ob das Ding nur 4 regeneriert, weil es war trotzdem wenig. Und nicht immer nur ein Zehntel. So, da können wir gleich mal ein bisschen was gucken. Ja, dann ballern wir mal ein paar Zauber los. 4, 5, 6, 7.
11, 12, 13, 14, 15, 16. Und nochmal, so schön war. So, und dann gucken wir jetzt mal kurz darin. Es regeneriert nur plus 5. Ja, es regeneriert irgendwie nur plus 5. Sehr interessant. Wieso immer nur plus 5? Ist das das Maximum, was es da regenerieren kann? Das ist schon ein bisschen wenig. Hm, naja. Könnte man vielleicht noch ein bisschen auf Ausdauer gehen, aber nein. Dafür gibt's Tränke. Vor allem müsste ich jetzt auch ein großes Maß an Mana trinken haben. 146, okay. Also, wenn es denn jemals zu einem Kampf kommen sollte, dann sind wir so verdammt gut ausgerüstet. Da ist, ja, da kommt jeder ganz doll schlecht. Temmesklave Ork Narok. Wo ist der denn? Ich plane ein großes Geschäft mit Gonzales. Doch vorher muss ich die Angelegenheit regeln. Hilfe brauchen Kämpfer. Ich muss unbedingt diesen Sklaven loswerden. Oh, okay. Zum Tempel des alten Volkes. Sprich dort mit Fasi. Aha. Das ist natürlich dann was anderes. So, und das hier waren doch diese Tänzerinnen. Oder? Müsste. So. Er ist down. Er ist down. Du bist auch da. Da kommt so vor, als ob ich extremst viel Mana nur für das Aufladen von diesem Spruch hier brauche. Aber ich habe doch 1000 und. Kann doch nicht sein. Das war die kleine Oase mit den ganzen. War die hier? Ja, das müsste der gewesen sein. Hudat, genau. Freund des guten Geschmacks, ja, ist klar. Und was hat der denn Feines? Apropos, ich habe ja glaube ich noch irgendwo eine verwitterte Steintafel. Und wir sind bei 355. Und es wird immer mehr. So, weiter gehen Süden. In dieser blöden Ausgrabung, da gab es nämlich noch einen kleinen Punkt, vielleicht. Aber dann noch irgendwo hin. So, also Diego hatte ich. Lester hatte ich. Es waren ja eigentlich immer vier. Dann noch Milton war auch noch mit dabei. Mehr als die. Dann hat man noch. Ja, Lester war auch mit dabei. Gorm. Aber mehr als das Dream Team gab es ja nicht. Der Rest war ja. Ich immer. Jans alleine. Und wo ist jetzt dieser blöde Händler, der in der Ruine mit einem handeln soll? Beziehungsweise wird er hier nicht einfach so in der Ruine rumhausen? Hätte mir vielleicht noch ein bisschen Ausdauer nehmen können. Da hätte ich sogar noch ein bisschen weiter rennen können. Wäre natürlich auch eine gute Idee gewesen. Nein, der gute Herr findet ja Mana ganz toll. Was soll man denn dann bloß großartig mit dem Mana anfangen? Wenn man nur einen einzigen Zauber wirkt. Und das aber zuhauf. Kann ich wirklich die machen. Und dann, ja. Und schließen. Oh. Ist was. Da könnte was sein. Das hört sich zumindest so an, als ob hier jemand ist. Auch wieder irgendwelche Körbe. Toll. 0815, Feuerbälle und andere Sachen. Ist das wie tot? Ja, er ist tot. Da waren wir also schon mal gründlich. Jetzt können wir auch weiter zu diesem Gebiet hier. Oh. Wieso habe ich immer das Gefühl, dass ich die Hälfte trotzdem vergesse, trotz meiner guten Durchsicht?
Kommt man hier trotzdem zu irgendjemandem hin? Nein. Ich habe das Gefühl, man hört hier Stimmen. Oh. Die Stimme eines Snappers. Der jetzt tot im Boden liegt. Und das könnte dieser Händler sein. Ist denn das stimmig hier? Messer, Flasche, Alchemietisch. Das müsste eigentlich sein. Messier, ne? Also. Ich suche hier ein paar Artefakte. Nach sowas, Junge. Ich auch. Willst du tauschen? Ich suche Ramirez. Hast du ihn gesehen? Ich suche Ramirez. Weißt du, wo er steckt oder nicht? Ja, ich weiß, wo er ist. Ich kann dich zu... Ich sage dir was. Ich bin ein... Meine Lebensjahre ziehen vorbei. Was willst du? Ich will noch einmal die Freuden von Murats Oase. Also, bringe ich dich erst zu Ramirez und dann begleitest du mich zu Murats Oase. Na gut. So, dann lassen wir uns erstmal handeln. Freut mich. Spinner und Schwätzer, sagen sie zu mir. Aber sie... Bis auf Zuben. Ja, der nicht. Der alte Zuben. Aber ich schwafle schon wieder. Du kennst Zuben? Ja, von früher. Er hat ein paar Aber das ist auch schon wieder 70. Aha. So, na gut, Brintette, dann zeig mir mal, was der gefunden hat. Nehmen wir mit. Und was ist das für Zeit? Nee. Das ist gut. Sauberei, aber das kenne ich schon. Naja, mehr hat er jetzt aber nicht. Ich bin wirklich nur an den Tafeln interessiert. Traurig. Beiden können wir weg. Dann kann das weg. Bögen, die Schwerter. Er hat ein paar. Ja, das ist schon ein bisschen her. Das haben wir mitgekriegt, dass das ein bisschen her ist. Aber interessant an der ganzen Angelegenheit. Ist ja, dass der den gekannt hat. Und dem vielleicht sogar die ein oder anderen Sachen gesagt hat. So, erzähl mir von deinem Reichtum. Ich sehe viele Dinge. Alles, was ich bisher gesehen habe, ist auch eingetreten, mein Sohn. Ein Mann wird kommen aus dem Norden und wird die Wüste mit einem schrecklichen Fluch belegen. Er wird den Tempel von Murasul öffnen und die Tore.